So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 1516 und ich bin immer noch im Aufnahmemarathon. Aufnahmemarathon läuft. Ich brauche noch 10 Folgen diese Woche. Boah, das ist so hart. Das wird so hart, das zu erfüllen. 3 Folgen am Tag, das ist so viel. Aber gut. Wir machen weiter. Wir sind gegen Schalke jetzt dran. Wir haben das letzte Spiel gegen Augsburg, glaube ich, ziemlich unglücklich gespielt. Kann sein, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich, dass wir das heute besser machen. Wir reden nochmal mit unseren Leuten. Ja, nee. Sensationeller Stopp. Ich frage mich, warum hier minus 75 wegen irgendwelchen Misserfolgen ist. Ich meine, haben wir Misserfolge großartige gehabt? Wir sind Meister geworden, oder? Nachdem in der letzten Saison übertrieben scheiße war alles, also. Ne, also. Ich weiß ja nicht, ob wir so schlecht waren. Möchte fair bezahlt werden, möchte. Muss seine Ziele herabschrauben, Reus. Akzeptiert das, sehr gut. Ist immer noch Torschützenkönig werden? Gut, er will kein Torschützenkönig mehr werden. Reus schafft das sowieso nicht, Torschützenkönig zu werden. Also ich meine, nichts gegen Reus, ne? Aber ich glaube, Torschützenkönig ist ein bisschen hochgesteckt. Möchte für Borussia Dortmund spielen. Das heißt, wir verlängern mal seinen Vertrag. Dann hat er das Ziel nämlich auch erfüllt. Ich meine, das war so, ne? Wenn man dann seinen Vertrag verlängert, dann ist dieses Ziel erfüllt. Gut, Aubameyang, Torschützenkönig, kann ja noch sein, dass er auf einmal platzt, ne? Sag ich mal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Schalke im Revierderby. Bis gleich. So Leute, Revierderby ist angesagt. Ja. Gegen Schalke. Ich hoffe, wir punkten, denn wir brauchen Punkte. Wir brauchen unbedingt Punkte. Schalke startet hier direkt mal mit Mimedi, verlängert einen weiten Einwurf vom Meier. Alleine vor Butland. Schießt aus 7 Meter knapp am Tor vorbei, Meier. Ja, da war schon eine gute Möglichkeit hier für Schalke. Das darf sich dieses Spiel nicht so oft wiederholen. Da war gerade mal ein kleiner Lapsus von Süle. Aber wir hier mit einer guten Chance. Ecke über rechts. Ganz einfache Variante. Aubameyang verlängert den Eckstoß auf den kurzen Pfosten. In der Mitte kommt Lukaku unbedrängt zum Tor und landet neben dem Tor. Och Mann. Mach ihn doch mal rein. Ja, bitte. Einfach mal reinmachen. Einfach mal Rinjetempe. Einfach mal so, ne? Bitte. Ja, die Noten sehen nicht wirklich gut aus bei uns. Gündogan mit einer 5. Jo, was ist, macht denn Gündogan da? Ja, jetzt gibt's nochmal Eckball für Schalke von rechts. Geist wird treten. War aber eine ganz einfache Beute für Butland. Gündogan mit einer 1. Jetzt auf einmal macht er etwa ein Tor jetzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er auf einmal die Note 1. Weiter Ball von Leitner in die Spitze. Fährmann stürmt aus seinem Tor heraus. Doch Lukaku ist zuerst am Ball. Und spitzelt das Leder an Ralf Fährmann vorbei ins Tor. Romelu Lukaku zum 0:1. Sehr, sehr gut. Sehr nice. Nächste Chance, Aubameyang ist einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent, spitzt die Kugel vors Tor, Martip rettet per Kopf zur Ecke und mahnt seine Kollegin erstmal zu mehr Konzentration. Nächste Ecke getreten von Rodriguez, diesmal bei links. Am Elfmeterpunkt, Fährmann verlässt sich nicht auf seine Verteidiger, kommt heraus und pflückt den Ball sich herunter. IB mit einer guten Flanke von rechts.
Fährmann kommt heraus, faustet den Ball mutig mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone. Matip zieht da schnell seinen Kopf ein, damit er nicht die Fäuste ins Gesicht bekommt. Nächste Chance von uns jetzt. Schöne Kombination, Leitner. Hatte getroffen, stand aber leider im Abseits. Schade, schade. Und einen zweiten Schuss, der geht auch daneben. Leitner fasst sich an Herz, hämmert den Ball aufs Tor. Tag geht großes Risiko und haut den Ball volley zurück. Großartige Szene. Schade, konnte er nicht da mal versagen und den Ball ins eigene Tor spielen. Nächste Ecke von Rodriguez, schlägt den Ball vor den Elfmeterpunkt. Gerade so, dass Fährmann nicht weiß, ob er herauskommen will. Süle kommt per Kopfball. Aber der Ball geht wenige Zentimeter am Tor vorbei. Ja, jetzt gleich sollte auch Halbzeit sein, da mal. Nochmal eine Szene vor der Halbzeit. IB läuft quer, schaut beim Pass demonstrativ in Richtung Mittelkreis, bringt den Ball butterweich in den Lauf von Lukaku, der buxiert mit der Innenseite den Ball an Torhüter Fährmann vorbei. Aber er kann mit einem Weltklasse-Reflex entschärfen. Ja, da ist schon wieder diese alte Leier, dass die Torhüter gegen uns immer zur Höchstform auflaufen. Aber wir machen einfach so weiter. Wir machen so weiter, wie wir gespielt haben. Wir haben ja gut gespielt. Wir hatten viele Chancen jetzt gegen Schalke. Und wir machen einfach so weiter. Guter Pass von Busch auf Memedi, der ohne jedes Zögern sofort Abschluss sucht. Botland ist blitzschnell unten und packt Bomben sicher zu. Sehr schön, sehr schön. Nach einem Ballbeginn von Hummels im Mittelfeld geht es bei Borussia Dortmund schnell. Gündogan macht sich in ausreichender Schussposition, aber ein Haken zu viel und vertändelt. Der Schuss wird abgeblockt. Jetzt mal eine sehr große Chance für uns. Lukaku geht am Strafraum zu Boden. Das wird sowieso nichts. Rappelt sich wieder auf, fällt nochmal und der Schiri wird es nicht pfeifen. Nächste Chance über eine Ecke. Unser Mittelfeld heute wieder hervorragend. Auch ich wollte gerade mal hier Leute aufwärmen lassen, das habe ich jetzt voll verpeilt. Kam gerade mal ein bisschen, ne? Konterchance. IB alleine vor Fährmann schießt. Aber Fährmann erreicht den Ball mit den Fingerspitzen und hat ihn dann sicher. Schade, IB. Das hätte eine gute Möglichkeit werden können. Wir gucken jetzt mal, wir wechseln mal. Nein, wir wechseln aber nur noch hier drüber. Ich mache das jetzt nicht mehr anders. Wir wechseln mal aus. Lukaku geht raus, dafür kommt Mopay rein. Wir wechseln jetzt einfach aus, wer nicht. Also wir wechseln jetzt die Leute aus, die nicht fit sind. Und ich habe ausgerechnet, jetzt habe ich Erik Durm nicht mitgenommen. Ja, scheiße. Das heißt, wir können hier gar nicht auswechseln. Leitner holt sich jetzt wegen einem groben Foulspiel nochmal die gelbe Karte. Eieiei. Muss gleich mal den Fernseher ein bisschen leiser machen. So, wir wechseln nochmal aus. Hummels wird rausgehen, dafür kommt Subotic rein. Und dann wechseln wir in einem Zug auch mal Koric ein. Damit haben wir dann unsere drei Auswechslungen gemacht. Chicharito kommt rein auf Schalker Seiten. Der wird aber direkt mal von Süle und Subotic gedeckt werden. So, und als nächstes kommen dann noch rein, wie heißen sie? Subotic und Koric. Hummels heute hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Genauso aber auch wie Leitner. Rodriguez holt sich jetzt auch noch die gelbe Karte ab. Ja, ihn hätte ich gerne ausgewechselt, weil er ist jetzt schon echt müde mittlerweile.
Mit 70. Obwohl, wie sieht's beim Gegner aus? Ja, der Gegner ist in der, im Gesamten um einiges müder als wir. Ist aber übertrieben fit. Also fast jeder bei ihm in der bei Schalke in der Mannschaft hat eine 100er Fitness. Also sie sind auf jeden Fall extrem fit, die Schalker. Und wir haben gewonnen. Jawohl. Wir hatten viele Chancen, haben eine davon reingemacht. Gut, gegen Schalke kann man das mal machen. Haben wieder drei wichtige Punkte geholt und sind auf dem zweiten Platz jetzt. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Nachbericht. So Leute, heute 1-0 gewonnen, knapp das Revierderby für uns entschieden. Wir waren dominant, wir haben das Spiel gemacht. Mein Kabelkanal löst sich gerade irgendwie auf. Das geht mir irgendwie so ein bisschen auf die Nerven. Aber auf jeden Fall, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, wir haben viele Chancen gehabt. Waren wieder überlegen, auch gegen Schalke, haben gut 3 Punkte gut gemacht. Breitenreiter sagt, ich habe keinen gültigen Spielerpass mehr, ich kann leider auch nicht helfen. Und ich habe gesagt, ich lebe das Spiel mit, ich bin ja kein eiskalter Engel. Ja, kann man so mal sagen. Und ich muss jetzt meinen Fernseher leiser machen, das wird zu laut. Wenn ihr eine geile Serie sehen wollt, guckt euch Marco Polo an. Auf Netflix. Unnormal geil. Auf jeden Fall, geht weiter jetzt. Boah, Gündogan ist schon wieder der am häufigsten Nominierte. Und ist heute aber nicht drin, schade. Aber dafür Hummels und Butland sind drin. Lukaku ist auch unter den Torschützen. Sehr cool. Teamleistung war heute auf dem 6. Platz, ist okay. Und hier geht es, oh, Lasogga ist am Ausrasten. Wenn der so weitermacht, dann wird der nächste Aubameyang. Also wird der Aubameyang von letzter Saison. Und wir haben die drei besten Spieler der Liga. Mit Gündogan, Coric und Leitner. Wobei ich sagen würde, dass Leitner sogar der Beste ist. Weil er halt einfach 15 Spiele schon gespielt hat. Gündogan nur 9 und Coric nur 7. Wenn man jetzt mal von allen Spielen ausgeht, dann ist Leitner der Beste. Aber ne, wir gehen mal von 7 Spielen aus und dann ist Gündogan der Beste. Gehen wir weiter. Als nächstes spielen wir schon gegen Braga. Gegen Sporting Braga. Okay. So, wir sind im Moment Zweiter. Die Saison läuft gut. Ja, auch wenn... auch wenn ich manchmal viel zu kritisch bin. Na, also wenn ich viel zu kritisch bin... Die Saison läuft gut. Da gibt es keine Frage. Ach, Durm ist ja auch im Moment verletzt. Stimmt ja, der ist ja so ewig lange jetzt verletzt. Ah, egal. Ach, fuck, Alter. Das hab ich ja voll vergessen, dass der verletzt ist, ey. Meh. Stimmt ja, ganz lange jetzt sogar. Das heißt, wir haben ihn erst in... Ja, weiß ich nicht. Ja, 30, 60, 90... Oh Gott, wir werden ihn ja wahrscheinlich erst im März irgendwann wieder haben, Durm. Oh Gott, ey. Ja. Gehen wir weiter. Oder warte, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um das hier. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch Zeit. Das heißt, wir kümmern uns jetzt gerade mal um die Jugend. Weil, ne? Kümmern uns mal darum, dass wir ein paar Jugendspieler rauswerfen, die wir nicht brauchen, nach Hause schicken, weg mit dir. Ja, die kann man mal behalten. Hey, die ganzen Defensiv-Mittelfeld-Leute, die kann man eigentlich mal nach Hause schicken. Ich weiß sowieso nicht, warum ich so viele Defensiv-Mittelfeld-Leute bekomme in der Jugend. Nach Hause schicken... Nach Hause schicken. Den schicken wir auch mal nach Hause. So, da die Jugend sieht doch schon wieder besser aus. Wir machen mal wie erste Mannschaft. Hier auch die erste Mannschaft.
Unsere B-Jugend ist verdammt talentiert. Muss man mal so sagen. So, wir kümmern uns jetzt mal um unsere A-Jugend, dass die Mentoren hat und dass unsere A-Jugend Mentoren hat, um das Training noch ein bisschen voranschreiten zu lassen. Oder besser voranschreiten zu lassen. Er kriegt IB. Aubameyang. Kriegt mal Ødegaard. Er bekommt Lukaku. Und Sonderbetreuung. Er bekommt auch Sonderbetreuung und Budland. So, wen bekommt er mal? Er bekommt auch Rodriguez. Als Mentor. Er bekommt ihn. Und ihn. Er bekommt ihn. Er bekommt Hannes Hahn. Er bekommt ihn. Er bekommt Malte Kist. Und dann sind wir wieder am Anfang. So, haben wir unsere A-Jugend schon mal so ein bisschen bearbeitet, würde ich es nennen. Dass wir weniger untalentierte Spieler haben. So, hier machen wir jetzt mal das Gleiche. Boah, wir haben so viele Torhüter. Ist ja unnormal. Eigentlich kann man die beiden hier mal nach Hause schicken. Die beiden Stammkräfte. Boah, wir haben viel zu wenige Innenverteidiger, also richtige Innenverteidiger. Den Rest lassen wir einfach mal so. Wir haben aber auf jeden Fall haben wir viel zu wenige Innenverteidiger für unsere B-Jugend. Aber da ist das, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm. Außerdem haben wir hier, boah, wir haben hier schon einen richtig starken Innenverteidiger. Es ist irgendwie so ein bisschen traurig, dass ich bald schon wieder neu anfange. Weil, ne? Neuer Fußballmanager und so. Weil wir haben hier echt, bei Dortmund könnten wir uns echt was Krasses aufbauen. Aber, ne? Ich fange neu an. Und der kriegt Keita. Der kriegt Köll. Der bekommt Leitner. Der bekommt Martian. Der bekommt Mopai. Der hat schon einen. Beste. Er bekommt Beste. Was ist er? Bekommt mal Durm. Der zwar gerade verletzt ist, aber das ist ja nicht so tragisch. Bekommt mal Jung. Bekommt den Wiese. Molinaro. Gut, haben wir die B-Jugend auch ausgestattet mit Mentoren. Das heißt, die werden jetzt alle nochmal ganz gut sich weiterentwickeln. Und wir werden erstmal ordentlich Punkte machen, was die Jugend angeht. Aber unsere Jugend ist ja jetzt schon, selbst ohne Mentoren, sind unsere Jugendmannschaften ja eigentlich schon die besten. Wo gibt... Und ich glaube, unsere zweite Mannschaft ist auch ziemlich stark. Um die kümmern können wir uns eigentlich auch mal kümmern. Aber ich glaube, die sind halt schon ziemlich, ja, hier. Die sind Erster in der dritten Liga. Mit 38 Punkten haben sie sogar mehr Punkte als wir.
in der ersten Liga im Moment. Also wir sind schon, was den Nachwuchs angeht, sind wir jetzt schon echt gut in der Bundesliga. Wir haben schon echt gute Leute da bei uns. Und wenn ich hier schon sehe, Malte Kist mit einer 73, mit 19, das ist schon verdammt gut. Ja, auch hier Xavi mit einer 76, mit 18, ist auch schon überragend. Ne, und wir haben ja auch Tim Wieser, auch 68, auch schon sehr überragend. Also wir haben ja echt eine sehr, sehr gut aufgestellte zweite Mannschaft. Es sind auch gerade noch ein paar verletzt. Ja. Würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge Fußballmanager. Ich arbeite hier weiter das Pensum ab. Das es jetzt gilt zu erreichen. Ich brauche mal gerade meinen Stift. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.